Weiter geht's bei Let's Play Resident Evil 2 Remake. Ich habe mein Ulurak leer. Zumindest jetzt. Geiles Teil. Flammenwerfer haben wir immer noch nicht. Das gibt übel Stress mit den ganzen Pros hier. Ausgerüstet habe ich jetzt hier die Granate. Und die Pumpe. In der Hoffnung, hier passiert nicht so viel. Wird hier wahrscheinlich extrem viel passieren. Oh, gibt es hier nicht so übel krass mutierte Licker? Ja, da stehen erstmal drei wieder auf. Und dann sage ich nur, gönnt euch! Boah, die werfen die Granaten aber auch schlecht. Habe ich die alle getroffen? Ja, den da hinten vielleicht nicht so ganz optimal. Aber dann werde ich ihm jetzt nochmal geben. Eins. Ja. Da ist der Kopf dann wohl auf den Boden gefallen. Die nächste Granate brauche ich dann aber... Falls den Licker kommt, ihr Gönnung! Jo, was? Der lebt noch, der ist nur massiv gegrillt, oder was? Ach, da ist noch ein zweiter. Oh, 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 Heilung, 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 Heilung. Schnell ins Menü. So. Loser. Alles Loser. Ja gut, hier bin ich dann im Kühlerrohr. Ach, da waren glaube ich so Eiszeit-Zombies, ne? Hauptsache, da kommen jetzt nicht nochmal so lecker. Was hat denn hier Trophäe? Ach so, da ist bestimmt was unter der Trophäe drunter, weil sonst wäre es ja nicht. Ah, okay, 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 okay. Da kommt wieder das Handy, damit ich diesen Dreckstrophäe auch entsorgen kann, ne? Sieht natürlich geil aus, wie eine Spirale, aber... Zack, abfotografiert, haben wir jetzt auch das nächste Geheimnis. Da können wir dann irgendwas mitmachen. Also ich glaube, ich müsste jetzt eigentlich umdrehen, weil ich muss erst diese... Willkommen zurück, Dr. Lee. Ja, kein Problem. War immer hier Wayne Lees Posteingang. Der war am Schlafen, also nur mal kurz realistisch. Der war am Schlafen, hat aber seinen Posteingang einfach offen gelassen, weißt du. Was ist denn, wenn da mal irgendeine super Sicherheitssache ist? So, nein. Ist egal, weil er ist Sie ja... haben fünf neue Nachrichten. Ja, erzähl mal. Was haben wir denn hier? Ah, oh, so Schutzbrillen fände ich total geil. Haben wir einen Tiefkühlzombie hier drin? Er wäre übel witzig. Ah ne, ich glaube, der war tot, ne? Ja, wenn ich die Kartusche da reinmache, ist das auf jeden Fall verkehrt, glaube ich. Ja... Okay, wir haben aber verstanden, also jetzt müssen wir wieder hin und her laufen. Werden wir auch direkt machen, schätze ich. Ah, der ist doch eh eingefroren. Habe ich jetzt hier wieder Schreie gehört? Schon wieder irgendwie jemand am Eskalieren? Was ist mit dir? Oh, die Alte ist immer noch tot. Ja, so richtig... Ach, guck mal, da ist Schießpulver. Ne, das hole ich nochmal eben... Da weg, in der Hoffnung, dass ich nachher nochmal was kombinieren kann. Aber ich habe keinen Bock, hier alles nochmal doppelt, dreifach zu machen. Ja, wäre ja nicht so cool. Vor allen Dingen, da lässt einfach einer Schießpulver bei minus 600.000 Grad einfach... Ja, ist nicht mein Bier, ist nicht mein Bier. Ich lasse die Leute machen, was sie wollen. So. Schön auf Distanz bei dem Zombie. Ich hoffe, jetzt kommen da nicht nochmal zwei Ligger. Weil das wäre doof. Ihr seid noch da, dann wird hier wohl nicht so viel passieren. Boah, doch mit Sicherheit ein Licker oder so ist sie auf jeden Fall noch aktiv. Der kommt gleich wieder irgendwo her. Die gefühlt weiß ja keiner, wo diese Scheißviecher herkommen. Ja, komm, geh durch. Wie viel Munition? 6 Schuss. Oh, ich muss hoch. So. Au, jo, ach so, ein Benzin. Ja, danke, Benzin, für gar nichts. Boah, das wäre so viel einfacher, aber es wäre zu einfach. So, wir gehen jetzt hier hoch. Beten, dass da kein Pflanzenmännchen direkt in unserer Fresse steht. Ah, da ist eins. Ja, dann laufen wir da nicht lang. Der kommt uns nur entgegen. Hier ist keiner in unserer Nähe. Da kommen wir auf jeden Fall so durch. Ja, den links habe ich gesehen, aber der kann nichts machen. Die Rackmänner sind schon nicht sehr stark, aber die nerven halt, weil die unzerstörbar sind. So, jetzt müssen wir mal eben wieder auf unser Xiaomi Mi T9 Pro gucken. Und dann geben wir hier nochmal eben die Sachen ein. Zack. Dieses Halb-Smiley-Ding und der Doppelpunkt. Oh, fuck. Back und der Doppelpunkt. Und Enter. Hä? Moment, Moment. Der hier.
Ah, der hier frech. Gibt bestimmt jeder zweite verkehrt ein wegen diesem Scheiß. So, jetzt. Okay. Gut. Jetzt müssen wir erst hier rein, dann hier rein. Klingt jetzt erstmal nicht so unschaffbar. Und vor allen Dingen habe ich auch noch jede Menge Sachen. Wenn die mich angreifen, stecke ich denen ja auch immer was ins Gesicht. Hört sich geil an, als es ist, aber das ist ja so. Habe ich noch eine Granate eigentlich? Nee, habe ich ja für die Licker weggehauen, ne? So. Männer und Frauen, ich gehe hier lang. Und guck dann erstmal, was ich denn hier geschaffen habe. Sehr gut, komm. Bedienen den Automaten. Stecken wir unsere Kartusche da rein. Manueller Modus aktiviert. Bitte Lösungsmenge an Kartuschenkapazität anpassen. Nee, warte. Oh. So, das haue ich jetzt erstmal voll. Dann drehe ich das um. Dann drehe ich das nochmal um. Dann haue ich das wieder damit voll. Dann drehe ich das. Dann drehe ich das. Dann haue ich das nochmal damit voll. Dann drehe ich das. Aber ich habe gar keine Ahnung, was ich gerade mache, ne? Ah, warte doch. Vielleicht habe ich schon eine Ahnung. So. So. Oh, das ist das, wenn man gar keine Ahnung hat, aber da trotzdem einfach funktioniert. Nein, falschen gedreht. So, der muss komplett rüber und der muss da sein. Und jetzt drücke ich hier drauf und voila. Aber zu viel oder was? Hab ich gemacht? Ah, nee. Easy, Leute. Keiner weiß, wie ich das gemacht habe. Aber mein Gehirn hat gesagt, so muss das gemacht werden. Und dann habe ich das einfach gemacht. So, da müssen wir jetzt mal ganz flott damit ins Kühlfach gehen. Wird jetzt hier eine echt scheiß Zeit sein, weil ich in einen Zombie reinrennen werde, weil von links kommt einer und von da ist gar keiner, okay? Noch da hinten kommt er wieder angesteppt. Dann gehen wir einfach mal runter. Boah, ist bis jetzt die actiongeladenste Folge Resident Evil 2 Remake, die wir haben. Ich hoffe jetzt mal sind hier keine Licker mehr. Hat eine Zombie. Kann ich auch noch mal ein Jahr später treffen. Oh, da ist der Server Raum. Brauche ich nicht. Der steht da immer noch. Der kann auch stehen bleiben. Komm bitte, da waren schon zwei Licker jetzt. Nicht noch einer. Das wäre einfach nur ein Kackding von euch. Vielleicht steht aber jetzt hier mal irgendein Zombie auf. Nee. Nee, habe ich auch nicht so gesehen, dass sie aufstehen sollten. Ich weiß auch nicht, inwiefern. Sobald das Gehirn aufhört zu arbeiten, können die nichts mehr machen. Ja, aber wenn die erfroren sind, können die ja auch theoretisch nichts machen. Dann ist ja auch das Gehirn erfroren. Ja, egal. Ich drück's mal einfach da rein. Traue meinem Udo-Dark nach und machen das beste Nasenspray der ganzen Umbrella Corporation. Also solche Gerätschaften, dass dann sowas geschockfrostet wird, gibt es mit Sicherheit. Also, wie das Ganze funktioniert, oder das ist dann auch keine Ahnung. Davon habe ich auch wieder 0,0 Plan. Was wäre denn, wenn wir hier runtergehen? Ach so, dann kommen wir auf die andere Seite. Können wir jetzt eigentlich am besten mal machen, oder? Dann dürften wir ja theoretisch nicht den Stress haben mit den Pflanzenmännern, weil dann sind wir da durch. Da müsste ich nur noch einmal hinten rumgehen und dann bin ich da eigentlich fertig, ne? Keine Licker mehr, bitte. Ja, und dann brauche ich auch nicht mehr zu dem Zombie da hinten gehen, ne? Haben wir hier Licker? Nee, oder? Hört sich eher so nach Zombie an. Hallo? Oh, da ist ja einer. Hm. Da war einer. Habe ich nur gemacht in Hoffnung, dass hier unten was ist. Weißt du, das ist dann schon wieder ärgerlich. Einfach nur ärgerlich. Ich hätte einfach Select drücken können. Was haben wir denn hier noch? So ein Pflanzen-Udo. Oh, zwei. Warte mal. Was habe ich hier? Eine Blendy. Gucken, ob das klappt. Nee, klappt nicht. Klappt nicht, klappt nicht. Ja, da muss ich dem halt eine Blendy in sein Maul stopfen, Alter. Ja, dann lass mich jetzt vorbei.
Alles klar. Ah! Oh, keine Munition mehr. Nein! Kein Biss vor 4. Oh, da kann ich gar nicht aufsammeln. Das ist nur Shampoo oder was? So ein Munitionsplus-Ding hier. Gut, weg mit dir, du alte blöde Sau, ey. Komm, gib mir nochmal Munition. Was ist hier? Jo, warte mal. Oh, da brauche ich gar nichts einsetzen. Boah, ich bitte, dass diese Typen nicht hochkommen. Notiz eines Kanale sind verwandelt, Pflanzen geworden, sie kommen zurück, immer und wieder und fast hättet ihr. Verbrennt sie alle, verbrennt sie, bis ihre Körper schwarz wie Asche sind. Ein Wand. Ja, danke. Oh nein, nein. Gönn ihm das Messer einfach. So. Ist die Frage, was haben wir hier noch? Nix, ne? Dann gehen wir hier einfach wieder durch. Oh, hier sind wir safe. Hier fühlt man sich auch richtig geil und passiert nicht viel. So, Schrotflintenmunition hat sich hier am besten bewährt. Na, vor allen Dingen, weil ich ja gar keine Magnum-Munition habe, weil ich die alle verbrate. So, jetzt haben wir aber hier auch noch zwei Kräuter drin. Da muss ich jetzt auch erstmal eins von inhalieren und ich nehme wieder die beiden Messer mit, weil ich dann eine Chance habe, mich zu wehren, falls ich es denn muss. Jetzt müssen wir nur durch diesen einen Kackraum kommen. Ich weiß nicht, was jetzt besser war von mir, ob ich besser so rum hätte gehen können oder so rum. Boah, vor allen Dingen, man sieht die Bisswunde noch. Eigentlich total geil. Aber aua. PC-Führungspersonal. So, da muss ich hin. Das ist nur dieser Raum. Das sollte doch wohl drin sitzen. Dann kriege ich die Stufe Nummer 3. So. In den ersten kann ich ja einfach reinlaufen oder vorbeilaufen. In den kann ich nicht. Ja, dann gebe ich ihm mein Messer. So. Und dann laufe ich hier so rum. Boah, habe ich den übel ausgetrickst. Die sind auch laut und so schnell sind sie nicht, aber die sind laut. Oh. So, jetzt kriegt ihr die Löschkartusche, weil ihr mir alle auf den Sack gegangen seid. Lösung wird zerstört. So sieht's nämlich aus. Eigentlich ist das nur schöne Natur hier. Was ist hier los? Oh, jetzt muss ich da einfach einmal bis hinten durchlaufen und ich glaube, ich habe nur noch ein Messer zum Abdrücken und dann wäre es das schon gewesen. Das hat funktioniert. Schlimmste ist, ich muss da auch noch zurück. Sie haben ohne Genehmigung eine gefährliche Lösung zerstört. Ja. Ihre Taten wurden aufgezeichnet. Oh. Sie müssen sich etwa in Disziplinarmaßnahmen unterziehen. Okay, also Nein, nicht du! Nein, nicht du! Genommen! Lauf einfach! Nein! Ah! Was? Wo kommt der her? Okay, okay, okay. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Wir beruhigen uns. Wir kombinieren nämlich jetzt erstmal das ID-Armband. Sehr gut. Führungspersonal. Und jetzt... Oh! Ja, alles klar, alles klar, alles klar. Müssen wir auch ein bisschen riskieren. Hauptsache, der boxt uns jetzt nicht. Oh, der tötet uns. Hoho, Thorsten, Alter. Ja, sagen wir mal so, ich konnte ja keiner damit rechnen, dass Thorsten mich besuchen kommt. Und jetzt ist die Frage, wo landen wir denn jetzt? Habe ich da schon die Scheiße? Ja, okay, okay, okay. Krass. Krass, 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 krass. Okay, ich hätte vielleicht Thorsten in die Fresse ballern sollen. Also ich heb das Armband auf, ich höre Thorsten. Thorsten kommt irgendwo reingeflogen. Okay. Lösung wird zerstört. Volling, ich habe diese Schritte gehört und dachte so, nein, wo kommt der an? Da war schon ein bisschen freakig. Ja, komm, wir wollen einen neuen ID-Tracker haben. Die Frage ist, wenn der kommt, gehen wir einfach hier hin, oder? Also wir müssen ja, glaube ich, sowieso hier hin und dann zurück, damit wir hier in den dritten Bereich reinkommen. Also, mal einen kurzen Plan. Wir rennen hier hin. Gönnen uns das. Laufen hier lang, hier lang, hier lang. Oh, jo, ohne Flammenwerfer. Warnung, Sie haben ohne Genehmigung eine. Kacke, Alter. Boah, der kommt hier rüber geflogen, ne? Ihre Taten wurden aufgezeichnet und Sie müssen sich etwaigen Disziplinarmaßnahmen unterziehen. So, da sehen wir ihn schon. Scheiße, ey. Ja, der trifft uns nicht.
Okay, okay. Diesmal kommen wir besser durch. Diesmal haben wir nur einen Herzinfarkt bekommen. So, wir kombinieren direkt erstmal den Scheiß. Boah, ich muss sagen, ich hasse diesen Typen. Ich hasse unseren Thorsten hier. Der ist einfach komplett ätzend. Oh nein, bitte nicht. Aber ich habe noch ein Messer. Vielleicht kann ich an ihm vorbeilaufen. Ohne, dass der andere mich packt. Ja, sieht erstmal gut aus. Sieht erstmal gut aus. Sieht erstmal gut aus. Sieht erstmal sehr gut aus. Ist erstmal sehr gut. Okay. Ja, also Thorstens Mission hat ja das erste Mal funktioniert, indem er uns tatsächlich gepackt hat und uns komplett misshandelt hat. Also bis auf, dass jetzt so ein Thorsten hier rumirrt, wie auch immer, was auch immer der für eine Mission hat. Junge, bleib doch einfach zu Hause. Deine Frau macht sich auch schon Sorgen, ey. So. Gehen wir mal weiter hier. Und dann können wir da hinten das nächste, ja, den nächsten Bereich öffnen. Boah. Action. Action hoch 10 hier. Schmier ich ab, ey. So. Kommt der nächste Bereich. Vor allen Dingen, boah, das ist nur ein T. Was wäre denn, wenn du den T, diesen fetten, mit einem G kombinierst? Genau, Nemesis ist das. Ein noch größerer Drecksack. Okay, der ist im Arsch. Das ist so hankmäßig. Oh, Videokassette. Ja, super. Jetzt fehlt nur noch ein Kassettenrekorder. Aber eine Granate hat er noch. Die nehme ich gerne. Ah, hier war die Szene mit Birkin wahrscheinlich. Ah, okay. Ist so eine Art Safe Room hier. Fühle mich auch relativ safe hier, wenn ich dann erstmal das Licht hier wieder angemacht habe. AWS, keine Ahnung. Machen wir mal eben wieder. Hier oben. So. Oh ja, fertig. Geil. Ja. Legen wir mal eine Pumpe rein. Besser ist es. So, jetzt haben wir hier Licht und da können wir dann an den PC gehen oder hauen wir uns erst das Video rein. Ah, wir hauen uns erst das Video rein. Und guck mal, was wir jetzt hier zum gefühlt vierten Mal sehen. Das ist der Birkin. Der Birkin Brother. G-Virus gesichtet. Wir gehen rein. Jetzt ganz ruhig mit. Glauben Sie, ich wusste nicht, dass Sie kommen? Das ist mein Lebenswerk! Da ist er wieder. Ich gebe Ihnen gar nichts! Wir haben unsere Befehle, Dr. Birkin. Ich sag's nur noch einmal. Feuer einstellen! Vor allen Dingen, die haben den komplett durchlöchert. Was zum Teufel sollte das? Wir hatten Befehl, ihn leben zu fassen. Wir sind drin, Sir. Doch es gab Widerstand. Wir mussten die Zielperson ausschalten. Korrekt, Sir. Eieiei, Jay Martinez. Der hat ihn weggebeamt. Proben also. Abmarsch. Ja, krass, ne? Haben wir noch mehr Aufnahmen? Nö, war aber eine also ganz coole. Leo, du bist der Geilste. So, Birkins Eingang. Die haben alle ihre PCs nicht gesperrt. Da muss dir nochmal einer zeigen. Forschung am G wird eingestellt. Achso, deswegen war der Dings pissig und die wollten das abbrechen oder was, weil es zu krass ist. Und dann hat er sich das einfach selber gegönnt. Macht ja grundsätzlich erstmal Sinn. So, das kann ich jetzt auch wegpacken. Die Frage ist, was habe ich hier? Was ist hier? Ach so, ein neuer großer Bereich. Ein Operationstisch. Okay, hier ist wahrscheinlich nichts Nützliches mehr. Könnte ich ja auch kein so Mikroskop mal einfach zum Werfen benutzen. Boah, blaues Kraut immer. Woher? Ist das, wenn die Pflanzenviecher einen angreifen, dass man das braucht? Ich kombiniere jetzt einfach mal hier so ein Hypergras. Boah, geil, mit drei verschiedenen Kräutersorten. Was war hier? Was kam hier?
Was ist hier? Oh, wieder so ein Raum. Nee, du. Gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Habe ich nicht hier mal so den übelst fettesten Kampf da unten gehabt? Ganz, ganz, ganz doofe Befürchtung. Boah, da muss das auch immer... Weißt du, können die Leute nicht einfach helle Räume machen? Muss das immer so aussehen wie bei Star Wars oder so? Okay, hier ist nochmal wahrscheinlich Birkins PC angemeldet. Forschungstagebuch. Alles klar, die Proben sind komplett asozial. Haben wir jetzt auch kapiert. Was haben wir hier? Das war einfach. Okay, jetzt zurück zu Ada. Ja, gut, wir haben jetzt den G. Okay. Startet nach. Okay, also sind wir jetzt gut am Arsch. Leute, es geht ran. Wir müssen jetzt wahrscheinlich gegen Birkin kämpfen. Dann sehen wir dann im nächsten Part. Haut rein! Bis dann.